Danke, Herr Präsident. Herr Minister, das ist, nehme ich gerne zur Kenntnis, diese Rosen, die Sie uns da gestreut haben. Das ist ja auch in der Tat richtig, dass wir nicht nur mit Ihnen, mit der ÖVP, sondern gemeinsam auch mit der SPÖ die letzten zwei Monate durchaus sehr konstruktive Verhandlungen hatten und sehr weit gekommen sind und es halt, sage ich mal, zwei, drei Kernforderungen oder harte Forderungen von uns noch gibt, die sozusagen auszuräumen gewesen wären. Das eine ist eben, Sie haben schon erwähnt, die Frage der Deutschpflicht für den Regelunterricht, wo ich Sie sehr herzlich einlade, heute die ÖVP unserem Fristsetzungsantrag dahingehend zuzustimmen, dass wir das heuer noch beschließen können, unabhängig davon, was mit der Bildungsreform passiert. Das andere ist, und da hakt es natürlich noch stärker mit der SPÖ, ist unser klares Nein zur Modellregion Gesamtschule. Das heute am Vormittag in der Aktuellen Stunde schon gesagt. Wir Freiheitliche sind eben dagegen, hier irgendwie Feldversuche an den Schülerinnen und Schülern in Österreich durchzuführen. Und deswegen ist das ein Punkt, den wir ablehnen, wo, und das ist der wesentliche Punkt, da muss ich mich dann in diesen Kindergarten quasi einmengen, der hier offensichtlich zwischen den Regierungsparteien abläuft, Sie sich in der noch Regierung SPÖ-ÖVP nicht einig werden, in welche Richtung Sie gehen wollen. Und ich habe schon heute am Vormittag gesagt, ich habe Verständnis für die Grünen, wenn sie offensichtlich einen Handschlag gehabt haben letzte Woche am Donnerstag mit SPÖ und ÖVP, dass man hier dann plötzlich auf die lange Bank geschoben wird. Wenngleich ich auch bei Ihnen bin, Herr Minister, dass wir natürlich jetzt keine was Gott wie Eile bis heute oder haben, sondern wir noch eigentlich zwei, drei Monate Zeit hätten, das noch da oder dort im Detail nachzuverhandeln. Also ich bitte darum, die noch Regierungspartner SPÖ und ÖVP endlich auf einen grünen Zweig zu kommen, um zu wissen, wollen Sie es mit den Grünen machen, der Gesamtschulmodellregion, oder wollen Sie mit uns Freiheitlichen dazu einem Abschluss kommen? Wir stehen für Verhandlungen zur Verfügung. Unsere Bedingungen sind bekannt. Deutschpflicht, Nein zur Gesamtschulmodellregion, Transparenz, volle Transparenz in den Bildungsdirektionen und vielleicht noch abschließend ein kleiner Tipp an die ÖVP. Sie brauchen ja nicht irgendwelche Junktimierungen machen, sondern seien Sie einfach ehrlich. Sie wollen ja die Gesamtschulmodellregion in Wahrheit auch nicht, bis auf die Vorarlberger ÖVP. Seien Sie da ehrlich und stehen Sie dazu, was Sie eigentlich unter vorgehaltener Hand immer sagen. Danke. Argumentiert Wendelin Mölzer von der FPÖ.